Unser nächster Vortrag ist von Peggy Stylop. Sie ist auch direkt schon hier. Sie ist Künstlerin und Informatikerin und engagiert sich für freie Zugänglichkeit offener Technologien, unter anderem als Freifunker, für Internetzugang als Menschenrecht. Im Mai dieses Jahr war sie in Brasilien und hat dort Leute interviewt, die mit selbstverwaltenden Netzwerken arbeiten, unter anderem auch eine feministische Organisation und Bauern aus dem Amazonasgebiet und die sogenannten traditionellen indigenen Communities. Und in diesem Talk wird sie uns erklären, was das für Organisationen waren und ihre Motivation für den Einsatz für Mesh-Technologien darstellen. Super, danke. Genau getroffen. Genau, ich will euch heute zur Motivation von Communities in Brasilien erzählen, warum sie sich für Open Wi-Fi als Open Wi-Fi Community engagieren wollen, das entweder werden wollen oder schon sind. Meine persönliche Motivation für das Thema liegt 2 Jahre zurück. Und zwar war es so, dass ich da für 2 Monate bin zum künstlerischen Austauschprojekt in Brasilien war und sehr erstaunt war, wie isoliert die einzelnen Communities sind, gerade auf dem Land, wie isoliert die Ethnien voneinander sind. Und habe auch ein Archiv kennengelernt, das Baobashi-Archiv. Das funktioniert so, dass die sogenannten traditionellen Communities, sind so Communities auf dem Land, das sind zum Beispiel die sogenannten Quilombos, also Nachfahren von entlaufenen Sklaven oder Indigenen, also Indianern oder so, die weitgehend abgeschnitten sind, die sammeln ihr kulturelles Gut in Form von Fotos auf lokalen Servern. Und um das mal auszutauschen unter den Communities, reiten die gewissermaßen mit einem USB-Stick zum nächsten Dorf und kopieren das. Und ich dachte, das könnte vielleicht mal eine gute Anwendung sein für Freifunktechnologien oder ähnliches. Hat da nicht ganz geklappt, dazu komme ich später nochmal. Aber es hat mich interessiert zu sehen, was steckt eigentlich dahinter. Also würden die das überhaupt annehmen? Wer würde es annehmen? Und warum? Und wo gibt es da sowas schon? Und das war dann diese Recherche für diesmal. Außerdem habe ich mich mit Flüchtlingen in Berlin beschäftigt und ihren digitalen Zugang und bin dann darauf aufmerksam geworden, dass Internetzugang einfach Menschenrecht sein muss. Die Orga im Vorfeld hat nicht ganz so geklappt, wie wir das wollten, von wegen konkretes Projekt da gleich irgendwie was klar machen. Haben wir gesagt, okay, egal, wir fahren jetzt einfach los, wir fahren zum Crypto-Rave, das ist so eine Art Hacker-Kongress in Sao Paulo, wir gucken, was uns da auf dem Weg läuft, wir reden mit den Leuten und fragen, was sie machen. Und das ist jetzt mal so eine, sind so einige von den Begegnungen, die wir hatten und zu denen ich jetzt gleich was sagen will. Nochmal zu Internet als Menschenrecht. Da geht es in erster Linie darum, von der Wichtigkeit der freien Kommunikation, von der Wichtigkeit zum Zugang zum Kommunikationsmedium, um zu Bildung und Chancengleichheit. Das begründet sich durch den enormen digitalen Gap, den wir haben zwischen Arm und Reich. Also es ist nicht nur in Berlin so, zwischen denen, die ausgeschlossen sind und denen, die drin sind. Das ist eigentlich überall auf der Welt so. Man kann eigentlich eine ähnliche Struktur überall sehen, auch auf uns übertragen. Damit beschäftigt sich relativ konkret Flavia Lefebvre, die wir interviewt haben. Die ist im brasilianischen Steuerungskomitee, das Internetsteuerungskomitee, wollte ich sagen, als Vertreterin der zivilen Gesellschaft. Da gibt es noch welche aus Wirtschaft, aus Politik, aus Bildung und so weiter. Flavia ist eigentlich Anwältin, kommt aus dem Verbraucherschutz und hat sich in dem Moment eingeklinkt, als das Internet immer mehr und mehr privatisiert wurde. Hat uns da eine ganz interessante Statistik gezeigt, die eigentlich alles schon mehr oder weniger klar macht. Und zwar, erstmal ist es grundsätzlich so in Brasilien, 50% von Brasilien ist überhaupt connected zu Internet, restlichen 50 nicht. Bei den 50%, die connected sind, dann betrifft das so 97% die Reichen. Um die 15% von den Ärmerverdienenden sind
connected. Der Rest behilft sich, genau wie hier, mit irgendwie mobilen Internet und Prepaid-Karten. In Brasilien ist es ganz normal und absolut legal, Zero-Rating zu betreiben. Das heißt, wenn dein Datenvolumen verbraucht ist, hast du noch die Möglichkeit zu WhatsAppen und zu Facebooken. Und das war's. So. Da haben wir diese digitale Kluft. Wenn man jetzt bedenkt, bildungsmäßig, na, ist es gewissermaßen ein Zwang zur Verblödung oder so. Deshalb liegt es nahe, vor allem für ländliche Gegenden, sich selbst zu behelfen. Da gab es zum Beispiel ein Projekt für ein autonomes Netzwerk, das ist jetzt am Amazonas, Belém heißt das, glaube ich, genau. Da gab es so ein Summit zu Permakultur und neuen Technologien. Das ist so eine Verwebung, die ist in Brasilien ganz, ganz normal. Also man hat diese quasi vorzivilisatorischen, sehr isolierten Communities, die sich gleichzeitig aber mit sehr neuen Technologien beschäftigen, um für sich autonomer agieren zu können. Das sind verschiedene Interessen dran, auf jeden Fall mit. Und umgänglich ist auch, dass jede Community, die das macht, auch gleichzeitig als Internet-Provider agiert. Das liegt daran, dass es in Brasilien grundsätzlich verboten ist, was wir in Deutschland machen und in Berlin, dass wir Internet sharen, so als Freifunk oder so. Geht nicht. Das heißt, sie müssten sich gleich überlegen, wie kann ich Internetprovider machen. Dann gibt es irgendwie auch Organisationen, die kümmern sich drin. Zum Beispiel 19article.org ist so eine Organisation, die hat da auch eine Anleitung zu rausgegeben. Workarounds, wie kann ich mich selbst verwalten. Was haben die gemacht? Die haben jetzt zumindest mal einen Prototypen von einem Turm hergestellt. Das ist hier so ein Bambusturm, 12 Meter hoch. Und haben das gemacht zusammen mit den Bauern, Biobauern aus dem Amazonasgebiet. Und natürlich auch in Kooperation mit der Motivation der Bauern. Und da ging es in erster Linie darum, also wenn ich Bauer bin, wie kann ich mich selbst managen, wie kann ich meine Entscheidungsprozesse, so wie wir das gewohnt sind als Biobauern, in die Software abbilden. Wie kann ich Jüngere auch dazu gewinnen, dass die mitarbeiten? Wie kann ich Bildungs- und Wissensressourcen für die Community besser ausbauen, um auch den Markt zu haben, um mich selbst verbinden zu können, um meine Abnehmer zu finden. Das ist ein Projekt. Ein anderes Projekt sind die Bäuerinnen im Vale do Ribeira. Ich finde, das Bild erklärt eigentlich auch schon alles. Ne? Also das sind eigentlich, die sind in der Nähe von Sao Paulo. Die machen wunderschöne landwirtschaftliche Produkte. Sao Paulo ist das größte industrielle Ballungsgebiet in Südamerika. Da wohnen irgendwie 12 Millionen Einwohner. Das Zeug muss unter die Leute. Wie machen die das? Die wohnen in einer wunderschönen Ecke, ganz in der Nähe, aber ohne Infrastruktur. Sie wollen sich selbst organisieren, sie wollen, dass die Jugendlichen im Dorf bleiben. Also insofern sind die Motivationen auch teilweise, also sind da überschneiden sich quasi auch mit den Sachen in Deutschland. Also es gibt ein Projekt von Freifunk in Thüringen, um mal so einen schnellen Hopster zu machen, von Bluse, da ging es eigentlich auch letztendlich darum, wie hält man die ländlichen Gegenden aktiv, und das geht eben darum, dass ganz massiv auch, dass das Internetzugang möglich ist, dass die Jugendlichen irgendwie was von der großen, weiten Welt noch mitkriegen. Und die haben halt das Problem, dass die Jugendlichen nur, um daddeln zu können, letztendlich nach Sao Paulo fahren und dann irgendwann nachts nach Hause kommen oder irgendwie ganz abwandern und die da nicht unbedingt Fuß fassen und letztendlich dann versacken. Das sind ganz wesentliche Punkte, eigentlich die Family gewissermaßen zusammenzuhalten. Dann haben wir mit der feministischen Organisation SOF gesprochen. Das sind die, die die Bäuerinnen unterstützten, in Sao Paulo ihre Produkte zu verkaufen. Dazu müssen sie sich vernetzen, ganz einfach. Die müssen von Sao Paulo aufs Land kommen und die Bäuerinnen auf dem Land müssen untereinander sich koordinieren können. Und das ist ihre Aufgabe, dann die Märkte zu finden, den Absatz zu finden und das entsprechend zu verteilen. Genau, und unabhängig davon gibt es halt auch noch diesen Zugang zu Informationen, Gesundheit und Politik, von der sie sonst abgeschnitten wären. So, ein weiteres Projekt
ist das Casa dos Meninos. Das ist ähnlich wie die feministische Organisation SOF, die ist Anfang 60er gegründet. Das ist eigentlich so eine Art soziales Zentrum. Da gibt es einige in Sao Paulo. Die sind eigentlich auch sehr interessant gemacht. Die sind intergenerationell gemischt und verschiedene Gruppen kommen dahin. Die Leute tauschen sich aus, die bilden sich. Das sind große Zentren, die sind halb offen auch. Also es ist halt, wie sagt man, subtropisch. Das heißt, offene Gebäude, alle kommen rein, jeder macht was. Und Casa dos Meninos hat sich zum Ziel gesetzt, auch digitale Bildung voranzutreiben und hat sich mit Hilfe von coollab.org ein Netz installieren lassen, das auch als Intranet funktioniert und zum Beispiel für Kids Tools integriert hat zur Selbstbildung. Coollab.org ist sowieso ein cooles Projekt, weil die haben jetzt eine Unterstützung bekommen von Mozilla, das heißt, die kaufen Hardware, um Mesh-Netzwerke aufzubauen, haben eine Ausschreibung gemacht von Communities, die können sich bewerben, die können 5 Communities ausstatten, dann können die die Hardware abbezahlen, davon wird neue Hardware gekauft und dann die nächste Community ausgestattet. So soll das quasi so ein Wasserfallsystem oder so werden. Und mit coollab.org möchte ich auch weiterarbeiten, aber dazu später. Die Aussichten, wie mögen die sein? Also das war jetzt nur ein kurzer Abriss. Wir haben noch andere getroffen, unter Geiern von internet.org und Facebook. Wie geht's weiter? Ich fand es abgesehen von den Problemen und so weiter eigentlich ganz lustig in Brasilien. Also Hackerspaces sehen aus wie hier. Man trifft Gesichter, wo man denkt, die hat man doch schon mal irgendwo gesehen. So. FabLabs auch. Die Plätze, wie gesagt, sind sehr einladend, um was dazu zu machen. Ich habe auch mit Indigenen Kontakt gehabt, die mich dazu überredet haben, traditionelle Kluft anzuziehen, um damit zu posieren. Das fand ich auch sehr lustig. Kurz gesagt, ich will gerne weiter aktiv bleiben da und mit den Leuten, die ich getroffen habe, Projekte machen. In Sao Paulo auf öffentlichen Platz, auf öffentlichen Plätzen im Sinne von Open Mesh Happenings oder so. Also wenn sich da jemand angesprochen fühlt oder Interesse hat, gerne auf mich zukommen. Ich suche alle Art von Unterstützung, sei es jetzt technischer Art, organisatorischer Art oder wenn jemand mitkommen will oder irgendwie Lust hat, mit mir Gelder zu akquirieren, gerne. Hier ist mein Kontakt. Achso, unten ist noch mein der Blog, da gibt es noch die Interviews, die wir mit den einzelnen Leuten geführt haben und das ist mein Twitter-Account, also ihr könnt mich gerne anpingen. Danke euch erstmal. Vielen Dank für den Vortrag. Hat irgendjemand Fragen? Ah, da ist eine Frage. Ja, hallo Bergi. Hi. Vor 2 Jahren auf dem Camp war eine Gruppe aus Brasilien, die haben so Pornodata gemacht mit der Vergabe von der Regierung. Sie haben gescrapt, wo wurde Geld ausgegeben und wer hat das beantragt. Und das war ein sehr nützliches Tool. Und ich merke von Brasilien jetzt, die Hackerkultur werde von der Seite von der Regierung unterstützt, was gar nicht so stimmt, was gerade dort passiert. Und meine Frage ist, in deiner Erfahrung, hast du nicht dort Leute getroffen, die die Regierung überwacht? Das ist ein wunderschöner Raum, um gegen Korruptur Werkzeuge anzubieten, weil das so viel und so breit da ist. Ich habe es nicht genau verstanden. Ob die Technologie für die Regierungskontrolle, besonders um Geldvergabe, ob keine von diesen Gruppen sich damit beschäftigen, wie werden Geld ausgegeben und was darf oder nicht. Soll ich das lieber auf Portugiesisch oder Englisch? Ich glaube, ich habe es verstanden. Also wie die Gelder ausgegeben werden, mit wem ich da gesprochen habe. Also ich habe ausschließlich mit unabhängigen Gruppen gesprochen. Also worüber sich Flavia sehr beschwert hat, ist, dass irgendwie eigentlich die privaten Konzerne jede Menge Geld bekommen haben, um die nationale Infrastruktur auszubauen, aber das irgendwie verfleucht ist und die haben einfach nur den Reichen schnelleres Internet gegeben, also wen wundert's, ja. Und was ansonsten die Unterstützung betrifft, ist es so, dass
Der Staat in Bezug auf freie Mesh-Netzwerke kenne ich keine Unterstützung und ansonsten kommt das eher von freien, also von der Wirtschaft, wie zum Beispiel Mozilla. Die Unterstützung manchmal ist gar nicht erlaubt. Google hat $1 Million gegeben für die Sioux-Indianer, um die Wälder zu bewachen, selber. Und das mussten sie das Geld zurückgeben, weil die brasilianische Regierung das nicht akzeptiert. Ah ja. Aber vielleicht, das geht zu tief. Ja, das geht jetzt wahrscheinlich zu detailliert. Also ich weiß halt nur, dass die Leute sich ziemlich genau damit auseinandersetzen, was geht und was nicht geht. Also ich habe auch auf meinem Blog einige Links, wie zum Beispiel zu diesem Empfehlungsheft hier, Artikel 19. Wenn ihr den Link anklicken würdet, dann hättet ihr die gesamte Beschreibung, was ihr machen müsstet, rechtlich, technisch und so weiter, um ein legales Mesh-Netzwerk in Brasilien aufzuziehen. Ansonsten sammelt sich um coollab.org so eine ziemliche Community und es wird viel Wissen ausgetauscht und da geschieht jetzt gerade einiges. Hallo. Ja, hi, ich hätte eine Frage. Und zwar gibt es in dem Bereich ein ganz wunderbares Buch, das nennt sich WNDW, Wireless Networks in the Development Worlds, aus Afrika irgendwo, gibt es auch schon länger. Und die Frage lautet, ist das etwas, was dort unten hilft oder ist das eher etwas, was man ignoriert? Also hat das schon mal da jemand gelesen? Hilft das? Das kann ich dir leider nicht beantworten. Also ich weiß nur, dass die Leute halt praktisch am Umsetzen sind und am Machen sind. Insofern, also ich kann das gerne weitergeben. Also jede Art von Info, wenn ihr was habt, ich gebe das gerne weiter. Dankeschön. Und dort hinten gibt es noch eine Frage. Danke für deinen Vortrag. Hast du mit irgendwie politischen Organisationen in Brasilien auch da Kontakt gehabt? Ich weiß, dass die Partido Pirata gibt es auch in Brasilien, also Piratenpartei. Ich weiß aber nicht, wie aktiv die sind. Hast du mit denen irgendwie mal gesprochen oder gibt es sowas wie große NGOs bei uns hier, die sich politisch auch dafür einsetzen? Das sind jetzt eher Hacker, sag ich mal, und so Bastler. Aber gab es auf der Ebene auch welche Leute, wo du sagen kannst, wie ist der Stand der Dinge, wie weit sind die da aktiv? Also ich habe die internationalen Piraten getroffen 2015 und da gab es wohl so ein bisschen ähnlich wie bei uns eine gewisse Welle, dass da ein gewisser Zulauf da war, der ist aber relativ abgeebbt auch so. Also ansonsten hatte ich in dem Sinn eher indirekt über Flavia Kontakt zu politischen Parteien. Hat jemand anders noch eine Frage? Nein, alles klar. Und dann vielen Dank für den Vortrag. Ja, gerne.